Im heutigen Video soll es darum gehen, was ihr machen könnt, wenn euer Minecraft die ganze Zeit abstürzt. Da gibt es ein paar einfache Sachen, die ihr beachten könnt, damit das Ganze nicht mehr passiert. Und zwar als allererstes können wir dafür selber einmal in Minecraft reingehen, gehen hier auf Optionen, Grafikeinstellungen und hier sollten wir natürlich als allererstes erstmal versuchen, die Grafikeinstellungen runterzuschrauben. Wenn unser PC nämlich überlastet ist mit Minecraft, kann es dazu führen, dass das Ganze abstürzt. Da würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall die Chunks hier runter zu machen. Bringt euch relativ wenig, wenn ihr so viele Chunks habt, die geladen werden müssen. Deswegen würde ich euch immer empfehlen, macht das ruhig ein bisschen runter. Das hat nämlich eigentlich gar keinen Nachteil. Ansonsten seht ihr auch Bildauflösung, die würde ich zuletzt auf jeden Fall runter machen. Ansonsten kann man hier sowas wie die Wolken ausmachen oder auch den Objektschatten und die Partikel verringern. Das sind auf jeden Fall so Sachen, die ich euch empfehlen würde, um im Prinzip Minecraft ein bisschen lagfreier zu machen und damit das Ganze dann auch nicht mehr crasht. Falls ihr übrigens einen aktiven Minecraft-Discord-Server sucht, dann joint doch gerne den Fanmade-Discord-Server Minecraft Germany. Hier haben wir zum Beispiel das Forum, wo wir über viele neue Updates und sowas diskutieren. Oder auch eine Spielerhilfe, wo ihr zum Beispiel, wenn ihr andere Probleme oder Fehler habt, gerne hier reinschreiben könnt und dann wird euch auf jeden Fall geholfen. Aber wir haben hier auch zum Beispiel die Bedrock-Suche oder auch die Java-Suche, wo wir ganz einfach neue Freunde kennenlernen können in Minecraft. Falls ihr also Interesse habt, joint auf jeden Fall den ersten Link in der Videobeschreibung. Ansonsten noch ein weiterer Tipp, dafür gehen wir einmal in die Taskleiste. Hier in Task Manager, drücken hier einmal drauf und hier können wir jetzt einmal gucken und können hier auf Arbeitsspeicher drücken oder CPU und dann wird das hier nach Arbeitsspeicher und CPU sortiert und hier können wir relativ einfach herausfinden, was jetzt viel Arbeitsspeicher verbraucht und was viel CPU verbraucht. Ihr seht zum Beispiel hier bei mir Google Chrome oder genau das hier verbraucht relativ viel Arbeitsspeicher und wenn der Arbeitsspeicher überlastet ist, führt das folglich natürlich auch zu Crashes und deswegen könnten wir jetzt hier zum Beispiel Google Chrome schließen, weil ich das ja gerade eigentlich gar nicht brauche. Dafür einfach Rechtsklick drauf machen und dann hier den Task beenden. Genau, das ist einfach eine einfache Sache, um den PC dazu zu bringen, dass er im Prinzip nicht abstürzt. Ansonsten auch nochmal einmal in die Einstellungen gehen, also Suchleiste, Einstellungen. Und dann kommen wir hier einmal hin und hier können wir nun einmal auf Spielen drücken und haben jetzt hier den Spielmodus. Und der Spielmodus sollte natürlich, wenn ihr Minecraft spielt, an sein, damit euer PC auch für Spiele optimiert wird und so Crashes verhindert werden können. Ansonsten auch noch ein wichtiger Tipp für alle Nvidia-Grafikkarten-User, holt euch unbedingt GeForce Experience, findet ihr im Internet und hier könnt ihr bei GeForce Experience immer den neuesten und besten GeForce Game Ready Treiber runterladen und auch hier für Minecraft das Ganze optimieren. Ihr seht das hier unter Treiber, den auf jeden Fall herunterladen, den neuesten für eure Grafikkarte. Wenn ihr nicht wisst, was eure Grafikkarte ist, das werdet ihr gleich noch finden. Ansonsten können wir hier, wie gesagt, wenn wir Minecraft haben, auf Details gehen und hier das Ganze auch einmal optimieren. Das ist sehr, sehr wichtig, dann wird eure Grafikkarte darauf optimiert auf dieses Spiel und das ist sehr, 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 sehr wichtig, weshalb ich das euch auf jeden Fall empfehlen würde. Ansonsten alle AMD-Grafikkartennutzer, ihr könnt natürlich auch nach einem geeigneten Treiber für eure Grafikkarte suchen, da müsst ihr dann im Internet selber danach gucken, da kann ich jetzt euch nichts vorgeben, weil ihr höchstwahrscheinlich alle sehr, sehr unterschiedliche Grafikkarten haben werdet. So, ansonsten können wir noch einmal in den Gerätemanager reingehen, so hier, und hier können wir jetzt auch noch einmal ganz kurz Grafikkarten, Laufwerke und Prozessoren ausgraben und dann hier einfach Rechtsklick drauf machen, Treiber aktualisieren, automatisch nach Treibern suchen und wir haben hier bereits den besten Treiber installiert. Das machen wir mit allen Prozessoren, Laufwerken und Grafikkarten. Danach sollten dann auf jeden Fall die Crashes behoben sein. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, sehr gerne Like, Abo dalassen, joint den Discord-Server und dann bis zum nächsten Mal.